Jo, und weiter geht's mit Let's Play Jack and Dexter, The Precursor Legacy, Teil 15. Wir befinden uns in Goldenmeyer Citadelles und sind in der vorigen Folge gerade schön in den, in den Abgrund gestürzt. Ob das jetzt schön war oder nicht, könnt ihr selbst für euch entscheiden. Jedenfalls sind wir in den Abgrund gestürzt und das war nicht schön. So. Dass man da drauf springen kann, also das ist mir echt wirklich jetzt erst beim Let's Playen aufgefallen. Finde ich persönlich aber super. Das vereinfacht die Sache ungemein. So. Gut, und mit Gefühl aber bitte schnell. Sehr gut, und... Oh. Na, beeil dich, und... Jawohl, der Eierbrüter ist geöffnet. Da kommen Precursor Orbs raus, noch und näher. Und wir haben die erste Sprungaktion geschafft. Dann hauen wir den mal raus, ne? Ja, Mann. Gut gemacht, Jungs. Der alte Samos hatte recht mit euch. Ach du heiliges Precursor-Metall! Wir dürfen nicht zulassen, dass diese heimtückische Maschine alles zerstört. Ich werde versuchen, die Schutzschildtür in Bewegung zu setzen, indem ich einen Energiestrahl zwischen mir und dem großen Portal darunter erzeuge. Mach das mal. Wir werden noch mehr Hilfe holen. Vollkommen irre! Ja, Dexter, das ist erst einmal relativ hart, aber vollkommen richtig. Insofern kann man das dem Dexter ja gar nicht einmal übel nehmen, dass er das so gerade raus gesagt hat. Gut. Sind wir wieder hier bei dem Gang und von da kommen wir ja, also gehen wir den Ring weiter entlang. Oh, da ist wieder eine Brücke. Hä? Habe ich was verpasst? Wir sind schon einmal rum. Okay, habe ich wohl... Ah, nicht in die Tiefe! Huh. So. Das ist ja jetzt eigentlich der Punkt in dem Spiel, wo dieses Jump-Run-Element aber so richtig einsetzt. Plattformen, zwischen denen man hin und her springen muss. Okay, Sprungaktionen, ja. Wie das jetzt, was hier gesprungen sind. Kommen wir, glaube ich, kommen wir da schon rauf? Nee. Okay. Oh, auch eine coole Sache und auch eine Spähfliege. So. Erst einmal ein ganz einfacher Eierbrüter. Ja. So. Aber es kommen ja noch. Es kommt ja noch ein Eierbrüter am Ende von der Aktion, deswegen. Ups! Warum springst du nicht, Jackie? Warum springst du nicht? Yo, Dexter, machen wir! Beziehungsweise gib ihm mal Mühe. Okay, die bewegen sich schon, die Plattformen. So, jetzt schauen wir, dass wir da ein bisschen weiter umkommen. Nein! Dann müssen wir noch da bleiben. Und schauen, dass wir auch wirklich alle Precursor-Orbs einklauben. Ich meine ja nur, aber was wäre das für ein 100% Run? Wenn man die Plattform verpasst. Das war alles Können. Natürlich war das Können, was sonst? Boah, das war auch Können. Können, das Glück, das ich da gerade gehabt habe, gut zu verpacken. Oh, Dexy, Jack, oh, Jack.
Ja, jetzt bin ich dann runtergefallen. Wie gesagt, alle Orbsen müssen her. Höflichst, dann müssen wir durch. Und schön hier der Plattform anspringen. So, da haben wir auch bereits alle. Springen wir hier weiter. Ah, da hinten sehe ich eine vereinzelte Energiezelle. Energiezelle, ein Precursor Orb, der ist hier. Jetzt müssen wir warten, bis aber da die Plattform wieder rüberkommt. Und? Ja, und jetzt haben wir kein Eco mehr. Das Ding da aufzuladen, also gehen wir in den Tod. Gut. Jetzt mit Vollgas und ohne Rücksicht auf Verluste. Ich glaube, auf dem Weg haben wir jetzt alle Orbs aufgeklaubt. Jetzt können wir uns wirklich darauf konzentrieren, ganz schnell darüber zu springen. Und weiter. Ah, der kommt in meine Nähe. Springen wir auch gleich weiter. Der kommt da zu mir, der kommt zu mir, der kommt zu mir. Und zum Springen auch noch. Oh, kriegen wir den, kriegen wir den, kriegen wir den. Sehr knapp. Und ich glaube, wir haben ein, zwei blaue Eco-Haufen verpasst. Macht nichts, würde ich sagen. Mehr Sprungerfahrung kann ja nicht schaden. Da wieder mit neuem blauen Eco aufladen. Machen wir hier gleich. Gleich Vollgas weiter. In Richtung von dem blauen Eco-Haufen. Ah. Bisschen die Orientierung gerade verloren. Hier. Den Haufen ignorieren wir, aber den blauen Eco-Haufen ignorieren wir nicht. Und. Oh, oh Gott, wo müssen wir da hinspringen? Okay, okay, okay. Na jetzt, komm, 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 komm. Und. Ja, geöffnet. So, wo war das Problem? Hust, hust. Geschafft. Wer hätte gedacht, dass ich mich eines Tages von einem Jungen und seiner Ratte retten lassen müsste? Diese Peinlichkeit werde ich Gol und Maya ganz sicher heimzahlen. Danach können wir uns ja um den Ratteneintopf kümmern. Och, nur keine Panik, Dexter, das lassen wir natürlich nicht zu, dass der dich in einen Eintopf verwandelt hier, ne? Nee, das ist unser Haus, Dexter, der ist zahm. Den macht man nicht in einen Eintopf, wenn dünstet man den. So, damit wir die Energiezelle, die Schwefelige da nicht vergessen. Das könnte bitter werden und das wird bitter. Ah, wir starten eh da wieder. Dann ist ja gut. Ja. Ein Steg, ein einzelner Steg. Aber der ist nicht schwer gewesen. Sehr gut. Gut. Jetzt waren wir hier. Können wir denn noch überall hingehen? Wie viele Orbs haben wir denn jetzt eigentlich hier schon eingeklaubt? Boah. Na okay, das waren jetzt zwei Brüter, drei Brüter. Also was die Brüter angeht, waren wir schon mal sehr gut versorgt. Gib mal einen Frieden. Du Lurker, du. Jetzt nochmal. Jawohl. Plattform kommen her. Ich glaube. Natürlich, da müssen wir noch rauf. Ah, ich sehe gerade, das sind auch noch. Precursor Orbs, wollen wir uns erst die holen oder erst da die Plattformen raufeiern? Oder mal fast sagen, machen wir als erstes die Plattformen. Das wird dann wohl die sein, ja. So, das sind jetzt nur Viertelplattformen. Okay, wie kommen wir da weiter? Das Viertel da vorne dreht sich mit uns mit. Ist dann das da, dann müssen wir da auf das Viertel. Ist das ein ganz großes Halbes?
sich sehr langsam dreht. Dass sich extremst sehr langsam dreht. Ja. Das ist auch nur eine Hälfte. Und, okay, wir sind oben. Gut, Spähfliege haben wir. So. Aufs... Oh, ich glaube, das war gerade falsch, was ich gemacht habe. Ja. Okay. Oh, das Gute ist, hier gibt es einen Checkpoint. Also rot. Ah, gelb. Yeah. Ja, also wie gesagt, das haben wir zumindest mal alle Orbs. Man merkt, es wird langsam, aber sicher auch für mich sehr knifflig. Also sehr knifflig jetzt nicht, aber es wird ein bisschen kniffliger. So. Ah. Das ist jetzt das zweite Mal, wo wir ganz viele kleine Bibeljörker haben. Und zwar... gewaltigst. Ja. Aber das sind jetzt... Ich glaube fast, dass die jetzt ein bisschen anders aussehen als die Lurker vorher. Das einfach alles ignorieren und einfach nur Vollgas weiter. Gehen wir jetzt einfach nur in Kreisel schlägen und machen mal all diese Maschinen kaputt. Denn aus denen raus kommen diese ganz vielen kleinen Baby-Lurker. Dass die eine richtige Plage sind, weiß doch wie jedes Kind. Da kommen ja jetzt noch viel mehr raus. Das machen wir dann noch mit gelbem Eco. Wir ballern mal alle weg. So wie bei den Ratten. Dass die freundlicherweise in Richtung der Schüsse gehen. Von alleine. So. Ich glaube, das waren jetzt alle. Sonst würde sich ja hier die Türe jetzt nicht öffnen. Wie schaut's bei die... Ah, 33 fehlen uns noch. Wie geht's hier weiter? Aha. Keine überhosteten Aktionen da, vor allem nicht, wenn die Kamera sich in der Textur verfängt. Dann machen wir hier weiter. Nein! What? Nee, jetzt nicht euer Ernst. Der hat sich das nicht gemerkt, dass wir da jetzt die... Hä? Der hätte sich jetzt nicht irgendwie merken sollen, dass wir da die Aktion mit den ganzen vielen kleinen Lurkern gemacht haben. Jackie. Draufspringen, nicht dranhalten. Gut, gut, gut. Wow, 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 wow. Nee, das hat er sich gemerkt. Aber normalerweise ist, was ich weiß, da ein Rücksetzpunkt. Aber na gut. So schlimm ist das ja jetzt nicht. Zumindest kann ich damit leben. Und geschafft. Und klirr! Endlich kommt ihr mich retten. Wisst ihr, wie lange ich schon hier bin? Wieso habt ihr so lange gebraucht? Und wie heißt ihr? Ich bin Dexter. Das ist Jack. Gehört zu mir. Gut gemacht, Dexter. Du bist ein wahrer Held. Ihr müsst Cole daran hindern, den Roboter zu starten. Mit meiner Eco-Kraft helfe ich euch, die Schutzschildtür zu öffnen. Super. Lass uns auf diese Plattformen klettern. Ja, Dexy, mach mal ja wohl. Nur keine Pönig. So. Noch da zurück eiern und daneben gesprungen. Scheiße. Ich hoffe, da geht's runter. Ja, Gott sei Dank. So. Jetzt
war natürlich Absicht, dass ich mich da jetzt sterben hab lassen. Ich will nämlich alle Orbse haben. So, geschafft. Gut. Dann werde ich das jetzt einmal speichern. Spiel speichern. Goal und Maya's Zitadelle. Ja, überschreiben. Gut. 1980 von so vielen. Und hier fehlen uns noch 20. Perfekt. Und damit bis zum nächsten Teil. Tschüss.